Mal, wenn ich ein Video aufnehme, muss ich den Vlog erst auf den Stuhl stellen, damit ich überhaupt weiss, ob die Schärfe eingestellt ist. So geht es einem, wenn man es selber macht und ein Amateur ist. So. So. Grüezi. Herzlich willkommen auf meinem Videokanal. Wenn du mich noch nicht kennst, ich zeige dir alles rund um Dekorationen, Einrichtungen, Upcycling, Sachen, die ganz wenig Geld kosten, die du herstellen kannst und alles, was um Kreativität geht. Und wie du siehst, bin ich heute wieder fleissig am Sammeln und habe etwas entdeckt, an dem ich immer daran vorbeigelaufen bin, wie die meisten, weil es ist ja Unkraut. Und das sind die. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die heissen, aber du kennst die garantiert. Die sieht man jetzt überall am Wiesenrand. Und jetzt sind sie so total schön dunkelrosa. Und darum sind sie mir heute wahrscheinlich auch aufgefallen und habe gefunden, die müssen mit und habe bereits so ganz einen einfachen kleinen Kranz gemacht und der kommt bei mir im Eingang von außen an die Türe. Respektive eher wahrscheinlich ein urherziges Bauernfenster mit Gitter, das ist ganz munzig und dort möchte ich das anhängen. Also es ist sicher etwas eher für draussen. Ich weiss auch nicht, wie sich es verhält, wenn es eintrocknet, ob das noch schön ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe heute, glaube ich, einen Krott verschluckt. Der begleitet mich heute schon den ganzen Tag. Also Entschuldigung, wenn ich mich dazwischen immer ein bisschen räuspere. Ist also keine Absicht. Und jetzt möchte ich dir zeigen, wie ich das gemacht habe. So, und wie du siehst, das ist alles Material, das ich in der Natur gefunden habe. Ich komme mir langsam vor wie in einem Floristikladen. Ja, bin ich aber nicht. Darum schauen wir, wie das jetzt geht. Und zwar brauchst du, wie gesagt, die Blumen. Also wenn du weißt, wie die heißen, dann schreib mir doch das bitte unten in den Kommentar rein. Es ist irgendein Wiesengewächs. Also, die brauchst du. Dann Draht. Nein, das ist kein Floristendraht. Es ist eher, so wie ich mich kenne, vom Baumarkt. Ich bin doch relativ unkompliziert, was Draht angeht. Aber ich denke, Floristendraht hat schon seinen Sinn. Ich glaube, das rostet nicht. Der wird wahrscheinlich ein bisschen rosten. Egal, das ist ja etwas, das ich wahrscheinlich wieder entferne. Von dem her spielt das keine Rolle. Dann Zangen brauchst du noch. Oder eine alte Schere, die dir nicht schade drum ist, wenn sie halt ein bisschen stumpf wird, wenn du Draht damit schneidest. Ah, was ich auch noch gefunden habe, sind die. Das könnte so eine Art Distel sein. Hat auf jeden Fall auch wieder Stacheln. Alles, was schön ist, hat irgendwie Stacheln. Das ist, glaube ich, wie bei den Frauen. Ne? Das schönere Geschlecht hat ja auch immer ein bisschen Stacheln. Also, die werde ich jetzt im zweiten Kranz mit einarbeiten. Es wird ein bisschen mit Schmerz verbunden sein. Ja, nun. Wir probieren es. Also, und zwar tue ich hier alle längeren Teile abschneiden. Hier nehme ich wirklich ganz, ganz lange Stück, das lohne ich so lang. Und die schneide ich hier jetzt einfach alle ab. Es braucht nicht so viel, weil die wirklich total toll lang sind. Und dann schauen wir, ob das etwas Gescheites wird. So.
siehst, ich bin schon im Winterpulli. Aber ich finde es super, dass es nicht mehr so heiß ist. Andere würden mich jetzt steinigen. Ich blühe auf. Also, dann nimmst du so einen langen. Ich mache es jetzt ein bisschen einfach. Ich nehme nochmal einen langen. Und dann. Also es kommt halt manchmal vor, dass hier je nachdem ein bisschen Viechchen rumkriechen. Das ist halt Natur. Dann legst du die aufeinander und dann fängst du an mit dem Draht zu wickeln. Mich persönlich stört jetzt das hier in dem Fall nicht, dass man hier den Draht sieht. Wenn es dich stört, dann müsstest du halt vielleicht wirklich ein bisschen dünkler nehmen. Ich lege jetzt hier immer wieder mal ein Ästchen oben drauf, damit es einfach eine gewisse Dicke hat. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass alle einmal umdrahtet sind. So kannst du natürlich dann auch den Kranz biegen, so wie er dann soll sein. Und das wirklich einfach ganz einfach drumherum. Und tue das immer so ein bisschen übersetzt wieder anfügen. Und dann geht es weiter. Immer wenn er so das ein bisschen rausschaut und da ist noch recht dünn, dann nehme ich nochmal eins. Aber das kannst du ganz individuell machen, wie du das möchtest und so dick, wie du das möchtest. Ich hoffe jetzt, der Draht langt noch. Und ich möchte nicht mehr, ich möchte aber eigentlich gerne einen kleineren Kranz haben. Also jetzt siehst du, jetzt ist das so lang und jetzt kann ich das bereits schon zusammen machen und ich schaue jetzt, wie gross ich den möchte haben und ich möchte den ein bisschen kleiner haben wie der andere. Dann tue ich das einfach so übereinander und gehe mit dem Draht weiter und tue weiter wickeln. So. Und dort, wo es noch etwas dünn ist, nehme ich einfach nochmal ein Ästchen oder zwei. Tue das beifügen und dann geht es weiter. Und wichtig ist, dass die Äste immer in die gleiche Richtung schauen. Also nicht kreuz und quer, sonst wird das einfach sehr unruhig. Und ich glaube, Floristen würden sich die Hände über dem Kopf zerschlagen. Vielleicht machen sie das auch jetzt schon, wenn sie sehen, was ich hier fabriziere. Ich habe eine Kollegin, und die ist Floristin und die wird jetzt sicher sich köstlich amüsieren an meiner Tappigkeit. Egal, du musst sie jetzt durch. So. Also du siehst, das geht wirklich super, super einfach. Also wirklich auch etwas für Anfänger, die mit so etwas noch überhaupt nie in Berührung gekommen sind. Äste, oder jetzt in dem Fall die Blüten. Und das Tolle ist halt wirklich an diesen Blüten, sie sind jetzt so ein bisschen ähnlich wie Erika. Das sind ja die jetzt auch, die man überall kaufen kann. Da die Gestrüpp, die man jetzt an jedem Fenster sieht. Ich hoffe, ich trete jetzt gerade niemandem auf den Schlips. Aber ich finde die extremst langweilig. Vielleicht einfach, weil man sie immer überall sieht. So, jetzt muss ich dann schauen, dass ich dann hier mal zu einem Ende komme. Und jetzt siehst du, habe ich schon den Kranz. Und durch das du jetzt das natürlich überall mit dem Draht umwickelt hast, kannst du den natürlich in Form biegen. Und jetzt probiere ich irgendwie die Stachelteile hier noch zu integrieren. Jetzt muss ich mal schauen, ob das, wie das überhaupt aussieht. Ob das gehen kann. Ich kürze die. Eben ein Stupft. Ich überlege jetzt gerade, ob ich hier gerade noch mit so etwas drüber soll. Also ich würde sagen, wenn der
drei solche, drei oder vier, langt das wirklich für so einen kleinen herzigen Kranz? Du kannst natürlich auch einen viel, viel grösseren machen. Also, ganz wie man möchte. Also, wenn du natürlich so Sachen hast, die sehr stark stüpfen, empfiehlt es sich natürlich, Händchen zu tragen. Ich habe kein Händchen, ich besitze wirklich kein Händchen. Ich mache immer alles mit den bloßen Händen. Dementsprechend sehen sie auch aus. Aber mich stört das jetzt nicht und ich bin ja kein Handmodel, von dem her dürfen die ruhig ein bisschen gebraucht aussehen. So. Genau. Ich dichte gerade so da drüber. Irgendwie, dass das nicht zu fest sieht. Das ist jetzt halt eher ein bisschen rustikal. Ich bin an und für sich nicht so der rustikale Typ. Aber im Herbst darf es ruhig mal ein bisschen üppiger sein, weil der Herbst ist ja eine sehr üppige Jahreszeit. Und da mein Atelier in ihrem alten Bauernhaus ist, würde ich sagen, passt das. Und sonst könnt ihr es eben, also du kannst es dann puristischer machen. Das ist natürlich absolut die Geschmackssache. Und ich passe mich in der Regel bei den Dekorationen auch immer der Umgebung an. Also wenn ich halt eher eine moderne Wohnung habe, dann wird es auch eher ein bisschen puristischer. Also das ist einmal der Zwischenstand. Der sieht jetzt so aus. Ich überlege mir jetzt, man kann die jetzt natürlich auch so übereinander machen und das ist eigentlich auch sehr schön, also auch auf dem Tisch oder, das sind übrigens auch so eine Art, ich glaube, die gehört zu der Familie von den Kästen, glaube ich. Die sind total grün gewesen. Jetzt werden sie braun. Ich finde die total leise, stupft aber auch wieder. Aber an denen komme ich wirklich nicht vorbei. Also ich komme eigentlich fast gar nicht vorbei. Es ist furchtbar. Also wenn jetzt das Glas ein bisschen grösser wäre, dann kann man das wirklich schön auch draussen auf dem Balkontisch platzieren, ein Laternchen drin machen oder wenn du Gäste hast, kannst du das natürlich auch drinnen dekorieren. Ich weiss einfach nicht, wie lange es hält, wenn es drinnen behalt ist. Bei mir kommt das jetzt auf jeden Fall raus. So. Das war es schon. Also wirklich eine super, super einfache Sache. Wenn du Ideen hast, tu es doch bitte unten in die Kommentare schreiben. Ich bin immer sehr froh für Anregungen. Oder auch wenn du mir mitteilen möchtest, was ich dir gerne zeigen soll. Was es für andere Möglichkeiten gibt mit Natursachen. Und ich würde mich extrem freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Und dann darfst du die Glocke betätigen. Und dann verpasst du kein Video mehr von mir. Und dann würde ich sagen, viel Spass damit, bleib kreativ, genieß das Leben und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Alles Gute und Liebe. Tschüssli.